Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorgestern 80 mit einem neuen Special-Video aus dem Urlaub. Und wir waren zuerst bei einer anderen Legende, beim Arnold Schwarzenegger Museum in Thal bei Graz. Und jetzt sind wir noch nach Wien gereist, genauer gesagt nach Schwadorf. Und wer hat da seinen Sitz? Lest euch mal oben so durch hier. Britz Media. Ja, und auch der gute Alex hat uns auch eingeladen, hier zu übernachten. Ich war jetzt auch schon in Wien, habe mir wirklich Wien komplett angeguckt, so weit wie es geht. Leider war es auch ein bisschen anstrengend. Ich war in Schloss Schönbrunn und überall war ich der Hardrock-Café. Es war einfach richtig cool. Und jetzt lernen wir noch eine weitere Legende kennen, nämlich den Alexander Britz, der auch das DVD-Forum hier macht. Und würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Was meinst du, Kameramann? Ja. Der Kameramann ist niemand Geringes als die zweite Legende, nämlich der Sohn vom Alexander Britz, nämlich der Marcel. Und der hat sich bei der Klett zu filmen. Nochmal vielen herzlichen Dank, lieber, danke nochmal dafür, dass du es machst. Und jetzt schauen wir uns mal da rein, oder? Komm. Mach mal auf. Und dann gehst du mal voraus. Ich habe schon ein wenig Angst. Oh, wer kommt denn da? Ah, da ist er ja schon. Servus! Was machst du drin? Ich mach's alt. Ich wollte einfach mal besuchen, mir gedacht. Echt? Ja. Das freut mich. Ja. Ja, wir stehen jetzt hier unter anderem beim legendären Alexander Britz. Oh mein Gott. Von Britz Media und vom DVD-Forum.at, den Inhaber bist du eigentlich auch. Genau. Und ja, wir sind jetzt hier in seinem Laden. Ja, ein riesengroßer Laden. Wir sind ja schon seit Sonntag hier oder seit Samstag schon hier und es ist einfach hier wirklich wahnsinnig. Ein riesengroßer Raum hier eigentlich. Und es ist Platz für Lieferungen. Gott sei Dank, weil er hat mir schon gesagt, morgen kommt eine riesengroße Lieferung. Der Marcel hinter der Kamera freut sich auch schon wie verrückt drauf zum Einpacken. Und da gehen wir jetzt einfach einmal einen Tag nach durch. Und würde mal sagen, Alex, seit wann hast du eigentlich den Laden hier? Seit 1. Juni. Diesen Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr, okay. Und wie ist es an die Kundschaft? Also, du bist trotzdem recht abgelegen ja eigentlich hier von Wien. Gott sei Dank gemütlich. Also es ist nicht so, dass ich mir... Gott sei Dank. Ja, na, ich kümmere mich gerne um meinen Kunden. Also ich investiere gerne Zeit in den Kunden, okay. Und komme nicht rein, dass die Ware, tschüss. Sondern ich rede gerne mit dem Kunden, berate ihn und so. Und okay. Da muss man sich halt Zeit nehmen. Und wenn da unregelmäßig Kunden kommen, ist es halt viel angenehmer, als wenn ich eine Kundenschlange habe, bis raus. Ja, du kannst es auch so wie bei Sacher, bei Kaffee Sacher. Ja, du stellst sie einfach hinten an und wirst einfach nach und nach durch den Rang gebildet. Und so war es auch bei Kaffee Sacher, wo ich auch war. Da war es nämlich genauso. Okay. Alex, wie viele Mediabooks hast du jetzt zurzeit auf Lager? Kannst du mal so Pi mal Daumen mal sagen? Aber 1000. Und die stehen jetzt alle jetzt hier in den Regalen? Ein paar, also einige stehen in den Regalen. Ich habe noch ein paar hinten in einem Kammerl. Okay. Und noch vieles mehr. Und noch vieles mehr. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir gucken einfach hier mal uns einfach mal um und erzählst du irgendwas dazu. Genau. Also fangen wir einfach mal hier mal an. Das ist einmal meine Ecke, wo ich im Aufbau bin. Okay. Das funktioniert noch nicht so, wie ich es will, okay. Aber das ist so was, was ich unbedingt neben den Mediabooks verkaufen will. Eben mehr Merchandise, mehr okay. Figuren, also so ein bisschen speziellere Sachen. Eben nicht nur Filme, sondern auch ein bisschen das. Und auch andere Figuren, außer diese Funko Pop Figuren? Also grundsätzlich versuche ich immer da jetzt einmal ein bisschen was aufzubauen. Okay. Und schaue ich, da probiere ich momentan aus, was geht nicht, okay. Nicht. Was macht Sinn, wenn ich mehr kaufe, was macht nicht Sinn, wo kann man ein bisschen was nachjustieren. Okay. Also da bin ich noch am Testen. Da ist auch meine Erfahrung halt nicht so wie bei den Mediabooks. Mhm. Bei den Mediabooks kennen wir da schon ein, zwei Jahre aus. Okay. Und da ist es halt ein bisschen. Ja, gehen die eigentlich ganz gut weg, oder? Ja, es ist nach oben. Also nach oben keine Grenze haben. Also ich sag einmal so, Mediabook verkaufe ich leichter. Okay. Aber wie gesagt, ich möchte unbedingt was neben Mediabooks haben. Mhm. Ich habe auch Vinyls, die habe ich leider noch keinen Platz im Geschäft. Ja. Da fehlen mir noch. Also die gibt es auch alle online zu kaufen? Genau, das gibt es fast alles online. Okay. Ich meine, es gibt sicher Sachen, was ich nicht online habe. Okay. Aber im Großteil kann man okay. Fast alles kaufen. Mir fällt aber was anderes in meinem Blick fällt, und zwar das ganze Zombie-Magazin. Genau. Hast du ja wirklich alle Zombie-Magazine, wo es hier gibt? Oder eins fehlt noch. Lass mir raten, Nummer 1. Genau, die gibt es immer. Shit.
denn ich wollte es mir hier fast alle hier mitnehmen, aber die Nummer 1 fehlt nämlich gerade. Genau. Und hier gibt es nämlich auch diese wunderschönen Aufbewahrungsbehälter, wie auch von Zombie Magazin, die Fortsetzung. Sehr cool. Richtig cool im Magazin auf jeden Fall, wo ich nicht schlafen konnte, bei der habe ich mir schon ein paar durchgeblättert. Na, perfekt. Und die kann man auch online bestellen? Ja, genau. Okay. Das gibt es auch bei mir online. Coole Sache. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal nach da hinten, oder? Oder wo willst du hingehen? Ja, schauen wir mal da nach hinten. Okay. Also wenn man hier hoch geht, ja, da gehen wir nicht hoch, weil nämlich da ist unser Schlafgemach von Familie von mir und da will keiner hoch. Also ich habe die Mediabooks sortiert nach Label, nach Hersteller. Okay. Und immer den neuesten sind dann immer am Ende. Mhm. Auch, wie man sieht, von vieles auf Lager, aber ist auch bei mir notwendig, weil bei mir ist teilweise so viel Bewegung in die bei den Filmen, dass es sehr, sehr mühsam wäre, wenn das nicht so der Fall wäre. Okay. Ja, ohne Ende. Jetzt haben wir hier Kochmedia, Studio Channel und Extreme. Genau. Dann habe ich da ein paar Standard Blu-rays, 4K, ein paar vereinzelte. Okay. Probiere ich immer wieder so zwischendurch. Also Standard Blue ist jetzt auch sowas, was ich immer mehr verkaufen will. Und ja. Verkaufen ist dann besser, oder? Es ist angenehmer zum Verpacken, weniger Stress. Und ja, okay. Und generell, also ein Standard Blue ist jetzt so, dass man, da ist oft nicht so ein Limitierungsproblem. Mhm. Wenn man teilweise beim Mediabook 20 Minuten zu spät bestellt, kriegt man nichts mehr. Das passiert halt da nicht so. Okay. Ja. Also mir persönlich ist es halt stressloser. Und also angenehmer für dich. Genau. Ja. Dann weitere Mediabooks. Das sind die Kartons. Die werden abgeholt. Hermann XD. So ganz wenige Spiele habe ich. Komm mal mit Hermann zu uns. Du bist so weit abwesend von uns, das mag ich gar nicht. Da konzentriere ich mich halt eher so auf Nintendo. Okay. Weil bei Nintendo der Preis noch so am stabilsten ist. Mhm. Bei PlayStation und Xbox eher nur so ausgefallene Sachen. Okay. Wenn ich irgendwer Aktion kriege oder. An was geht das dann? Einfach an der Masse, was die produzieren, die genau. Ganzen Spielhersteller? Ja. Nein, aber die Spiele ist halt der Preisverfall sehr, sehr stark. Ja. Und da kann man nicht, als so kleiner im Aufbau, kann man nicht hohe Verluste in Kauf nehmen. Also von daher ist das Risiko sehr, sehr hoch. Bei den Switch-Spielen und bei Nintendo 3DS, da halten sich die Preise wenigstens so ein bisschen. Mhm. Natürlich gibt es auch da leichte Preisverfall, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Und hast du auch noch Mediabooks zum Beispiel, die jetzt eigentlich fast gar nicht mehr lieferbar sind? Findet man da auch immer wieder. Findest du auch bei dir, okay. Also es gibt nachfragen. Es gibt da immer wieder so Mediabooks, die was auch nicht mehr im Shop zu finden sind. Okay. Also man lohnt sich auf jeden Fall dazu mal hierher zu fahren. Genau, nach Schwadorf. Auf jeden Fall. Also, liebe Abonnenten, fahrt nach Schwadorf, besucht Bretz Media in seinem Shop. Obwohl er es wirklich nicht unbedingt will, weil er zu wenig Zeit am PC verbringt. Aber trotz alledem, es ist gut. Es ist jeder herzlich willkommen. Ja, auf jeden Fall. Und hier oben noch ein paar schöne Editionen von Spielen noch. Ein paar so Sammler-Editionen. Okay. Auch hier oben noch Tanz der Teufel auch noch zu sehen. Ja, das sind, wird auch schon weniger. Sind das die letzten oder was? Mhm. Ja, dann ist es vorbei. Okay. Und hier auch Ghost Lake Memories. Memories, Mensch, Name. Genau. Ach, die ist auch so schön gewesen. Watch Dogs. Oh, was ist das für eine? Die kenne ich ja gar nicht. Das ist so eine kleine. Kleine Edition. Alter, was ist denn da mit dabei? Ach, da ist keine Figur mit dabei, oder? Nee. Da ist halt so eine Tasche dabei und ein Haufen Goodies und so. Okay, coole Sache. Das Spiel ist leider nicht so cool. Nein, das Spiel ist super, wenn du willst, dir verkaufen, oder? Aber ich will auch ehrlich meine Meinung sagen. Ja. Okay, ja cool. Würde mal sagen, gehen wir mal hier rüber, genau, oder? Dann habe ich da Schütten mit Standard Blu-rays, mit billige gemischt, mit normale. Okay, also auch unter, mit aktuell, das sind aktuelle Titel darunter. Also da ist immer wieder Bewegung drinnen. Das sind die B-Warn-Boxen, wo eben leichte Beschädigungen sind. Da findet man auch oft ausverkaufte Sachen oder sonst irgendwas. Okay. Die gibt es bei mir nicht online. Bleiben wir auf DVD-Börsen? Nein, entweder auf DVD, die habe ich mit auf DVD-Börsen oder eben bei mir im Geschäft. Okay. Weil die beschädigte Ware verschicke ich nicht, weil man schaut sich's gern zum Beispiel die hier.
Wie Ware? Was ist da kaputt an dir? Es ist bei jeder unterschiedlich. Also okay. Es ist, weil an der sehe ich jetzt halt gar nichts. Finde ich zumindest. Wie gesagt, es ist eine coole Sache. Es ist oft, sind minimale Sachen, was uns okay. beim Aussortieren auffallen und das sortieren wir dann aus. Ja, Hardboxen werden jetzt immer weniger, die kommen weg. Also die, okay. das ist der letzte Rest und. Willst du keine mehr? Also momentan jetzt einmal nicht. Okay. Also man schauen, was die Zukunft so bringt, aber aktuell ist eher Hardboxen, gibt es zu viele Börsen und so Händler, wo sie wirklich damit Umsatz machen. Und für mich zahlt sich das nicht aus, sonst da geht es teilweise um 2-3 Stück. Und das, da ist mir der ganze Aufwand okay. drin. Dann habe ich da viele Standard-DVDs, angefangen von Serien bis Kindersachen, alles mögliche, billige Sachen. Okay. Also. Und da geht es weiter mit Mediabooks. Auch hier auch eine schöne Auswahl. AGV Entertainment, CNV, ja, AGV wird leider immer weniger. Okay. Vor allem die alten Titel, die sind jetzt bald schon. Okay. Schaut es nicht mehr gut aus? Nee, ist ja gut für dich. Gut für mich ist wenn es voll ist und dauernd leer wird und ich dauernd nachgeschrieben muss. Okay. Also grundsätzlich ist mein Ziel schon immer so viel wie möglich zu verkaufen. Okay. Und Titel so lange wie möglich verkaufen. Okay. Und wie alt, kannst du ungefähr sagen, wie alt die Titel sind, die jetzt da auf Lager hast? Na, da sind das City halt zum Beispiel so da. Das sind schon Titel, die was schon. Der ist da irgendwie auch ausverkauft, ne? City halt zum Beispiel. Bei vielen, ja. Also? Deswegen, es gibt immer wieder so ältere Sachen, die was noch gibt. Okay. Also vor allem bei mir bei den älteren Sachen findet man eher noch so gute Schnäppchen. Und sind die denn teuer oder nein, auch zum Normalpreis? Immer Normalpreis. Sehr nobel. Sehr nobel. Teurer gibt's nicht. Ja, also hier nochmal NSM, die komplette Reihe hier bis runter. Es schaut schon irgendwie cool aus, wenn man hier die kompletten, so alles, wo man so nebeneinander sieht, diese ganzen Filme. Noch manche schön. Filme sind vielleicht nicht so besonders gut, aber es ist trotzdem cool, wenn man so ein komplettes Leben mal so im Ganzen mal sieht. Hat schon irgendwas. Echt, war ja. Schon echt cool aus. Dann Turbine, Cape Light, Anolis. Jetzt, da muss ich mal fragen. Was ist der Unterschied zwischen dieser hier und dieser hier? Also diese ist hier drinnen. Okay. Und das sind einfach nur, ist eine zusätzliche Box mit ein paar Karten okay. und so. Weil ich habe ja die Mediabooks, also diese Erstauflage von Hellwings genau. Trilogie. Dann hast du eh schon die bessere Lage. Okay, weil die sind aber auch sehr, sehr schick, finde ich. Die habe ich heute das allererste Mal gesehen. Okay, aber die Mediabooks sind schon auf jeden Fall. Ja. Trotzdem, schaut cool aus. Also das Motiv gefällt mir echt sehr gut. Ah, okay, also ist genau dasselbe. Also, ist jetzt natürlich nicht. Okay, coole Sache. Ja, und dann habe ich auch ein paar weitere Mediabooks noch von Turbine. Auch noch ein paar spezielle Laserface Mediabooks haben wir ja, auch. Ja, gibt es auch noch so vereinzelte. Und auch Existenz, Donny Dresco. Ja, hier noch Cape Light am Auge hier zu sehen. Und unten, was ist alles hier unten für mich? Anolis, Vidic Vision okay. und unten Focus Media. Okay. Und dann habe ich ein paar Steelbooks, so vereinzelte Steelbooks. Habe ich relativ wenige. Die funktionieren bei mir noch nicht so. Okay. Wenn ich jetzt durch Texas Chainsaw Massacre und Klapperschlange hat sich einiges verändert. Mhm. Aber schauen wir mal. Okay. Also ich bin jetzt, ich habe so Sammler, habe ich es geliebt, die Steelbooks. Aber so in letzter Zeit bin ich nicht mehr so der Fan von. Und wieso gefallen die Steelbooks jetzt so besonders? Wahrscheinlich eher wegen Verpacken. Nein, nicht wegen Verpacken ist auch unangenehm, aber es ist generell, der Hype bei Steelbooks ist ja entweder so, entweder ist das Steelbook schön, dann wird es meistens verramscht und ist eigentlich nichts wert und eigentlich will man als Sammler was haben, was wert ist oder was im Wert stabil hält, ist am besten. Und das ist bei Steelbooks ganz, also fast nicht möglich. Okay. Na gut, aber bei Medienbooks, der vielleicht auch recht schnell wird. Also eigentlich als Sammler mit Wert. Ja, aber Medienbooks ist okay. halt schon, also da ist schon okay. der Wertstabil. Okay. Da ist der Preisverfall nicht so arg. Also es werden wirklich nur Medienbooks mit dem Preis verrissen, die was wirklich überhaupt nicht gehen. Okay. Oder weil es gerade irgendwo ein Problem gab oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Aber okay. Medienbooks wird ganz selten. Aber wenn ich mir anschaue, keine Ahnung, Blade Runner. Mörder-Hype drum,
Uhr in die Höhe gegangen, jeder wollte schon die Uhr unsummen. Mhm. Auf einmal hat es ein paar tausend mehr gegeben. Mhm. Okay. Und das ist halt bei Steelbooks halt sehr, sehr oft der Fall. Das ist bei Mediabooks genau dasselbe? Nein, da wird die Limitierung auch nicht erhöht. Also im Normalfall. Normalfall, aber bei manch anderen Labels. Es gibt sicher schwarze Schafe, aber da ist es nicht so extrem. Okay. Und hier oben noch ein paar schöne Radio-Boxen noch. Genau, da habe ich noch. Ist das die Spike-Organisation? Ich glaube schon, oder? Die sechste Staffel? Nein, mit dem LKW. Ah, es gibt mit dem LKW, okay. Die spanische, weil die ist deutlich billiger und. Ah ja. Ich glaube, das ist eine perfekte Alternative, wenn man sie in den deutschen Blu-ray reingibt. Batman, oder Superman noch? Genau. Ja, so Fanzen. Und das sind jetzt so. Nameless-Figuren noch? Das sind jetzt so ein paar, was ich noch habe. Okay. Wird auch immer weniger. Okay. Ja, wie ist denn eigentlich dein Arbeitsablauf eigentlich jetzt? Ich habe ja schon so ein Nerdy-Pad hier. Und, also Freizeit hast du eigentlich so gut wie null. Wie du den letzten Tagen mitgekriegt hast. Also ich wollte ihn mit auf Erkundungstour mitnehmen nach Wien. Da dachte ich, nee, er will nicht, er muss weiterarbeiten. Ja. Erzähl doch mal, weil ich habe es erlebt, aber die Abonnenten... Ja, ich komme so im Idealfall um 9 Uhr her und fange dann an ins Arbeiten. Mails beantworten, verpacken, Buchhaltung, okay. Versand vorbereiten, Lieferungen kommen, okay. Ware wird verschlichtet und dann wird es später. Okay. Ungefähr, wie ist deine Arbeitszeit, wenn man es jetzt mal so berechnet? Also die letzten Tage waren es kürzer. Ich wollte gerade sagen, also ich habe immer Punkt, halb 10 Uhr wieder aufgehört, wo wir ins Bett gegangen sind, bist du heimgefahren. Ja, das habe ich hier. Aber nur wegen uns wahrscheinlich. Genau, im Normalfall geht es okay. Dann schon noch. Also es wird Zeit, dass du uns rausschmeißt, dass du wieder lange arbeiten darfst, ungefähr. Nein, das ist, im Normalfall sollte man okay. So lange arbeiten. Okay. Aber jetzt halt zum Beispiel, jetzt als Großlieferung kommt jetzt vom Birnenblatt halt also, die nächste, ja, genau, mit Kabel auf der Wurst und... Da wird wahrscheinlich 7 bis 3. Mit dem jungen Mann, der hinter der Kamera steht. Ja, er freut sich schon. Man sieht ihn, das legt nicht ins Gesicht. Okay, wollen wir noch mal ganz kurz deine Kommandobrücke angucken, denn hier ist nämlich die Kommandobrücke von ihm, wo eben alle Fragen und alles kommentiert. Ich höre schon die ganzen Geräuschkulissen mal bing, 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 ja, bing. Genau. Also da haben wir meine zwei Computeranlagen, dass man zu zweit arbeiten kann. Zur Not gibt es einen dritten Laptop, okay. Dass man zur dritten DHL ein, okay. Also die Adressen reingeht. Dann habe ich so Bestellungen vorbereitet. Ja, es ist halt alles. Okay. Also auskennen tut man sich nur dann, wenn man ich ist. Wenn du bist. Okay. Also alles hier ist so ordentlich groß alles Ding. Also ich hoffe mal, ist auch ordentlich, auch wenn ich nicht da bin, das denke ich mal auf jeden Fall. Nein, naja, nicht immer. Also am Freitag schaut es dann nicht schön aus. Okay, alles klar, dann ist Expo. Dann ist hier Chaos. Da brauchen wir dann immer einen Tag zum Reiten. Okay. Ja, aber für coole Kommandolage, du hast eigentlich auch alles im Blick. Also wenn jemand kommen genau. Sollte, hast du ja genau. Sofort alles also, es ist perfekt Fett. Für mich. Also für mich ist das Geschäft, so wie es da ist, eigentlich perfekt. Okay. Ich kann mir mal... Der Kunde kann sich da bewegen, es ist nicht eng, ja. Ihr Platz sowie für Lieferungen. Ja. Wenn ich jetzt einmal ein paar tausend Pakete habe, ist es auch nicht schlimm, dann ist da Platz genug. LKWs können herfahren. Ja, also es ist alles kein Problem. Parkplätze gibt es vor der Tür. Also Schlafmöglichkeit für dich gibt es auch oben. Genau, gibt es auch. Wenn wir da sind. Wie oft übernachtest du hier in der Firma, wenn du mal wirklich Stress hast? Einmal im Monat. Pi mal damit. Genau. Okay, und dann gehen wir mal ganz kurz hier drüben rein. Und hier ist eben dann sein Verpackungs-, also zumindest euer Verpackungs-, machen wir kurz an hier. Ich muss das kurz hinstellen, wo ich mir keinen Namen sehen. Ja, ihr seht hier schon diese riesengroßen Türme, wo der liebe Marcel heute zusammengebaut hat. Diese, wie beschreibe ich es, die Kartonpalme. Ja. Schon alles vorbereitet für Carbon of the Woods und Tag über das Stack, oder schätze ich mal. Und dann wird hier alles verpackt, oder? Genau, da legen wir dann die Mediabooks her mit den Rechnungen, mit den Geldscheinen und da werden sie dann verpackt. Okay. Mit Luftpolsterfolie. Das kleine Ding hier lang zum Verpacken? Es wird dann nur jedes einzelne Paket da eingewickelt. Okay. Also, es ist, also da wird es direkt einpackt und da legen wir alles auf, da so den ganzen Platz. Ja, auf jeden Fall. Viel zu. Und da haben wir halt die. Da sind die Artikel drinnen, die was warten auf die Kunden.
wo okay. irgendein Artikel fällt. Also meistens steht jetzt Tucker und Dale und Kevin in der Wut. Okay, also... Also am Freitag ist der Kasten fast leer. Okay. Also du kannst, man kann auch bei dir auch diese ganzen Mediabooks auch sammeln. Genau. Und dann so eine große Sammelbestellung und dann alles auf einmal dann verschicken lassen. Genau. Okay, so coole Sache. Und hier das ganze Zeug hier noch, ist alles noch Verpackungsmaterial, was so reingestopft wird. Genau, das ist unser Misthaufen, mit dem wir die Pakete schützen. Ja, sonst kein Styropor, ist alles gut. Styropor ist grauslich. Ja. Wir haben es eine Zeit lang probiert mit Styropor, aber das, die Kugeln sind die Hölle. Ja. Die also, Kugel oder auch diese kleinen Pommes, diese... Fürchter, also es geht gar nicht aggressiv werden. Okay, vielen Dank für die kleine Führung. Jetzt gehen wir mal kurz hier raus. Hier drüben noch ist noch die Küche noch. Also du bist ja hier komplett ausgestattet. Genau. Bis auf ein, was fehlt. Also wenn man hier Urlaub machen möchte und dann auch mal eine lange Städtetour hinter sich halten, möchte man gerne duschen. Das fehlt. Ja, die Dusche fehlt. Am nächsten Mal. Ist jetzt, schauen wir mal. Nee, aber echt, das ist echt cool hier. Ja, also wie gesagt, Küche ist perfekt. Man kann sich auch wirklich gut, auch ihr könnt euch gut versorgen mit Nahrungsmitteln. Wenn Zeit ist. Wenn Zeit ist. Echt coole Firma hier, echt wirklich wunderbar aufgebaut. Ja, gehen wir mal kurz zurück zum großen Raum. Und dann haben wir eigentlich die Rote hier, was zu bedeuten. Die waren schon drin. Die waren schon da. Nur für die Besucher, die jetzt hier mal nachkommen, wir wissen, wo sie hin müssen. Und was die Öffnungszeiten betrifft, ich stehe zwar 9 bis 16 Uhr, aber dadurch, dass ich eh immer arbeite, immer ist ziemlich flexibel. Also, liebe Österreicher, jetzt ist nichts Böses an euch gemeint, aber der Alex ist eigentlich ein richtiger Deutscher. Denn ich war ja einkaufen, jetzt in Wien öfters, und alle großen Geschäfte machen Punkt, oder auch die ganzen großen Einkaufszentren machen 19 Uhr zu. Und er ist immer da. Irgendeiner muss ja auch. Ja, liebe Filmfreunde, das war eigentlich der kleine Rundgang bei Bretz Media. Lieber Alex, herzlichen Dank für alles, was du für uns gemacht hast, dass wir bei dir übernachten dürfen und das alles auch angucken dürfen. Es ist einfach eine schöne Zeit bei euch und ich werde eigentlich die Zeit, wenn wir morgen nach Hause fahren, wirklich vermissen dann. Ich dich auch. Echt, das ist echt cool hier und macht echt sehr viel Spaß. Leider natürlich, dass du arbeiten musst, kannst du nicht so viel mit uns nehmen, aber ist klar, das ist natürlich wichtiger als jetzt wir hier. Aber echt, klasse Teil, dass wir jetzt hier bei euch mal sein konnten. Das ist echt das Problem. Ich kann nicht einmal die Arbeit von einem Tag stoppen, weil das ist uneinholbar. Okay. Wir sehen ja, dass man alleine, was da schon vorbereitet ist für DHL. Und jetzt kommt dann der nächste Schritt, jetzt fangen wir die DHL, die ganzen Adressen ins DHL reinzugeben. Okay. Weil wir, umso schneller wir die drinnen haben, umso schneller und mehr bringen wir auf einmal raus. Okay. Deswegen geben wir die oft einen Tag vorher rein, damit dann die Menge schneller rausgeht. Weil wenn ich erst anfangen würde, wenn die Lieferung kommt, schaffe ich bei weitem nicht so viel, wie wenn ich einen Tag vorher schon die ganzen Pickel habe. Okay. Und dann brauchen wir nur einfach backen. Ja, also es ist ein stressiger Job, dieses Filmgeschäft hier. Kann ja allgemein. Aber zu alledem, du machst deine Sache echt toll und machst mir dein ganzes Herz in dir reinstecken. Ne? Und das ist wirklich echt krass. Und ja, liebe Filmfreunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal von dich nochmal herzlichen Dank. Und dann sieht man sich wieder bei den normalen Videos von mir. Und bis dann, tschüss mit euch und bye. Ciao.